kriminelle Aktivität auf 12 Uhr. Also ich meine die Richtung, nicht die Zeit. Es passiert gerade eben, aber... Und jetzt haben sie sich umgedreht. Man würde meinen, Tony Stark sei glücklich, nachdem er die Welt vor den Chitauri gerettet hat, aber irgendetwas stimmt da nicht. Er verbringt die meiste Zeit mit dem Bau neuer Ironman-Anzüge und ist irgendwie mit dieser mysteriösen Bedrohung namens Mandarin aneinander geraten. Wäre schön, wenn er wüsste, was er tut. Aber es ist schließlich Tony. Siehst du dieses hübsche Malibu-Penthouse? Dort wohne ich mit Tony Stark. Eigentlich hat man eine hübsche Aussicht auf den Pazifik, die heute von einer Flotte von Kanonenbooten getrübt wird, die für den Mandarin hier umdekorieren sollen. Das ist derselbe Bösewicht, der in der ganzen Stadt für Chaos gesorgt hat. Sogar unser Freund Happy ist im Krankenhaus. Schätze, ganz happy ist er darüber nicht. Bestimmt nicht Tonys beste Idee, einem Haufen heißblütiger Bösewichte unsere Adresse zu geben. Erfreulich ist jedoch, dass mir sein neuer Ironman-Anzug wie angegossen passt. Hol sie, ich finde einen Weg drumherum. Tony! Dir geht es gut, oder? Wir müssen sofort von hier verschwinden. Siehst du? Deshalb mag ich es nicht, wenn du deine Arbeit mit nach Hause nimmst. Tony, wie soll uns das helfen? Das hätte ich mir vermutlich denken können. Kannst du ihn kontrollieren? Bing bong, piep piep. Ah.
Ich hol dich hier raus. Zwar merkwürdig, aber überraschend bequem. Pass auf diese Hubschrauber auf, Tony! Festtagsgruß, den ich schon länger an den Mandarin schicken wollte. Tony. Es wäre vorbei, aber dann kam noch eine letzte Rakete. Voller Entsetzen musste ich zusehen, wie die Wohnung in den Tiefen versank. Zum Glück konnte Jarvis Tony vor einem nassen Ende bewahren. Allerdings hatte der Anzug einen Kurzschluss, also steckte er in Tennessee fest. Zu allem Überfluss haben auch noch diese hitzköpfigen Bösewichte das Gebiet aufgesucht. Tonys einziger Verbündeter war Harley, ein Junge mit einer ziemlich fiesen Kartoffelkanone. Die beiden hatten keine andere Wahl, als sich um diese Hitzköpfe zu kümmern. Tony sollte wirklich mal die Nummern der anderen Avengers speichern. Wow, das war so cool! Oh, Sie wissen schon, auf eine schlechte Weise. Das sollte kein allzu großes Problem sein. Hier stehen Transformatoren herum, die den Strom abschalten. Das ist mir auch schon passiert. Zweimal. Oh, verdient das wohl. Oh.
Einer weniger. Suchen wir den anderen. Nichts für ungut, aber ich glaube, dafür sind Sie ein bisschen zu schwer. Lassen Sie es mich versuchen. Hey, sehen Sie nur! Hier oben ist ein Transformator! Lassen Sie ihn uns zerstören! Yeah.
Oh Mann, sie sieht wütend aus. Richtig wütend. Wie kann man überhaupt so glühen? Hey, du willst zur Party? Komm schon, nur wir beide. Sie haben einen Plan, stimmt's? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ein wenig im Hintertreffen sind. Warte ab. Mit kreativer Nutzung einer Mikrowelle besiegte Tony die übrigen Extremis-Agenten und machte sich auf, den Mandarin zu besiegen. Dann wurde die Lage plötzlich sehr kompliziert. Der Mandarin entpuppte sich als ein gescheiterter Schauspieler namens Trevor. Der wahre Bösewicht hingegen war ein Bekannter, kein ehemaliger Nachbar, sondern ein zum Übermenschen gewordener Streber namens Aldrich Killian. Ich muss zugeben, dass er zu der Zeit viel charmanter aussah. Killian entführte mich und setzte mich Extremis aus. Sogar den Präsidenten hatte er entführt und geplant, ihn zu braten wie ein Grillhühnchen. Doch dann tauchte Tony auf, um uns zu retten. Diesmal waren Iron Patriot und seine gesamte Kollektion an Iron Man-Anzügen an seiner Seite. Der 10-Jährige mit der Kartoffelkanone wollte auch mitkommen, musste aber sein Zimmer aufräumen. Wollen wir mal sehen. Was sagt man dazu? Thank you.
den Mandarin, Tony? Nun, hier bin ich. Ich bin der Mandarin. Unvermeidbare hinaus, Tony. Vielleicht ist Ihnen das eine Lehre, zu Leuten, die Sie zufällig auf Partys treffen, netter zu sein. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich weiß, dass Sie ein Feigling sind. Eine Version der Geschichte, in der du gewinnst. Ha! Sehen Sie? Dieser Anzug war genau wie Sie. Ein Fehlschlag. Jarvis, sei bitte so gut und spring Mark 42. Nein! Selbst nachdem Killian in einem Ironman-Anzug gekocht wurde, hatte er noch nicht genug. Tony hatte Glück, dass ich nicht in Laune für weiteren Unsinn war. Mit meinen wunderbar röstenden Kräften und einem Ironman-Repulsor grillte ich den Streber. Zur Feier, dass dieser Wahnsinnige beseitigt war, sprengte Tony all seine Anzüge in die Luft. Er versprach mir, den Urlaub mit mir zu verbringen, statt einem Schraubenschlüssel und einem Arc-Reaktor. Nachdem der Präsident in Sicherheit war, versprach Tony, seine Genialität für die Heilung von Extremis einzusetzen. Gleich nach einem festlichen Abendessen. Oh, und der Entfernung seiner Granatsplitter. Ach ja, nicht vergessen. Er ist Iron Man. Excelsior!